Willkommen zurück zu The Sinking City. Wir stehen hier immer noch vor diesem Mann. Ich weiß es gerade gar nicht, schon wieder vergessen, wie er heißt. Ja, Joseph Hill, der Zauberer, wie er ihn nennt. Wir sollen ihn töten. Er bittet uns, ihn zu töten, weil er Usha in der lebendigen Welt festhält und gezwungen hat, sie wieder zu atmen, obwohl sie einfach nur tot und frei sein möchte. Stimmt das? Oder stimmt es nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Machen wir, ich tue dir den Gefallen oder ich werde ihn nicht töten. Weil der Joseph möchte uns ja auch... Er hat doch auch gesagt, er möchte uns helfen, sie wieder zu bannen. Und er könnte einen Zauber herstellen, womit die Zauberei von Usha... ja, wirkungslos gegen uns sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wir werden ihn nicht töten. So leicht hält man mich nicht zum Narren, Usha. Ich werde sicher nicht den einzigen Menschen töten, der dich aufhalten kann. Dann werden wir uns als Feinde wiedersehen. Sie mögen zwar auserwählt worden sein, aber sie sind nicht der Einzige. Mein Kopf. Ich kann nicht. Wo bin ich? Ach, das war Usha in ihm drin, mit der wir gesprochen haben. Wir haben mit Usha gesprochen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch war. Ich weiß es nicht. Dann werden wir uns als Feinde wiedersehen, als ob das nicht so oder so der Fall gewesen wäre. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Usha will Hill tot sehen. Falls ich ihn töte, kann ich sie danach bei den Steinfingern im Garten der Toten treffen, unter Wassergruft. Ushas Versteck. Usha hält sich unter Wasser in ihrer Gruft versteckt. Der Eingang befindet sich auf dem Friedhof und ist mit 5 fingerförmigen Steinen gekennzeichnet. Genau das bat mich Joseph Hill herauszufinden. Wiedererweckte Maya wollte Hill töten. Usha will den Tod sehen, ja. Usha kann sich nicht selbst an Joseph Hill rächen. Wenn ich ihr helfe, verrät sie mir die Geheimnisse von Kasugana. Alchemist sucht etwas gegen den Wahnsinn. Ein Alchemist wollte an Informationen über Kasugana gelangen und erweckte die Maya-Priesterin Usha zum Leben. Da, das passt auch. Nein? Okay. Das passt. Joseph Hill sucht nach Antworten. Joseph Hill hält Usha und andere Tote wiedererweckt, um mehr über den Wahnsinn zu erfahren, der Kasugana... der von Kasugana ausgeht. Joseph Hill ließ Raymond einfach zurück. Raymond wurde als Grabräuber eingeheuert, das passt. Joseph Hill hat Raymond hintergangen. Hill heuerte Raymond an, um Ushas Leiche zu beschaffen, aber ließ ihn im Stich, als Usha sich befreien konnte. Und dann das letzte. Usha hat Joseph Hill nichts verraten. Usha wurde von Joseph Hill gefoltert, aber gab nichts preis, da er kein Träger der Saat ist. Also wir können uns jetzt wählen. Usha wird mir nichts verraten, das ist eine Falle. Usha will nur, dass ich Joseph Hill töte und wird mir dann nichts über Kasugana verraten, oder? Ich könnte mit Usha eine Abmachung treffen, um Wissen über Kasugana zu erlangen, dass sie nur einer Saat anvertraut. Ich sollte mit Hill zusammenarbeiten. Joseph Hill kann mir dabei helfen, Kasugana zu betreten. Wir haben dasselbe Ziel, den Wahnsinn zu stoppen. Joseph Hill benutzt mich nur, um mit Usha fertig zu werden, so wie er auch Raymond benutzte. Man kann ihm nicht trauen, glaube ich jetzt leider mittlerweile auch. Joseph Hill muss sterben. Wenn ich Usha nicht töte, wird sie weiterhin das Blut Unschuldiger trinken. Andererseits kann ich von ihr aus erster Hand erfahren, wie Kasugana betreten werden kann. Joseph Hill hat Raymond hintergangen und mich angelogen. Ich muss ihn töten, um Usha zu beweisen, dass ich auf ihrer Seite stehe. Vielleicht ist Usha ja wirklich nicht böse, sondern also schon wütend im Moment, weil sie einfach nicht in Ruhe gelassen wird, obwohl sie einfach nur tot sein möchte. Ey, das kann doch gut sein, oder nicht? Ey, scheiße, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe so das Gefühl, dass der Joseph Hill nur seinen eigenen Interessen folgen will und
Weiß ich nicht, will er selbst der Held sein und den Wahnsinn stoppen und dafür ist ihm jedes Mittel recht? Oder was geht hier ab? Sollen wir ihn töten oder nicht? Ich hoffe, wir können uns gleich nochmal entscheiden. Dann gehen wir nochmal alle Möglichkeiten durch, die wir haben. Mal gucken, was der Josef noch zu uns sagt. Vielleicht kann er uns nochmal umstimmen oder ja, unsere Vermutung bestätigen. Ich meine, dass Usha ihn töten will, ist ja verständlich, ne? Wenn er sie nicht in Ruhe lässt und in dieser lebendigen Welt halten möchte. Vielleicht möchte Usha das tatsächlich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Tja, schauen wir mal, was Joseph uns jetzt noch alles zu sagen hat. Joseph, Sie müssen mir einiges erklären. Oh, was wollen Sie denn wissen? Ich habe das Labor gefunden, Joseph. Das Labor, in dem Sie mithilfe von Asche und Salz Tote wiedererweckt haben. Dann verstehen Sie ja, warum ich Ushas Körper brauche. Sie weiß, was wir beide wissen wollen. Und zwar, wie man Kathegonar betreten kann. Sie haben Tote zum Leben erweckt und dann gefoltert. Das ist... abscheulich. Sie sollten nicht vorschnell urteilen, Reed. Was zählen schon ein paar verwirrte Leben, wenn es um das Leid von Millionen von Menschen geht? Diese Toten sind doch nicht einmal mehr Menschen. Diese Geister, diese Monstrositäten sind nur Hüllen eines alten, kurz widerhallenden Bewusstseins. Man kann sie nicht mit den Lebenden gleichsetzen. Ich weiß, dass Sie eine Vereinbarung mit Raymond getroffen hatten. Mit dem Kerl, der ihn die Mumie gebracht hat. Was ist ihm widerfahren? Nichts, was er nicht auch verdient hätte. Dieser Neuankömmling hatte nur Gold im Kopf. Es ist seine Schuld, dass Usha jetzt hinter uns her ist. Er ist nun ihre Marionette. Ein besessener, gepeinigter Leib. Und Sie haben zugelassen, dass dies geschehen konnte. Ich? Also ich war nicht derjenige, der sie freigelassen hat. Kauil ist mein Zeuge. Und warum sollte ich wegen eines Schwachkopfs alles aufs Spiel setzen? Meine Mission ist weitaus wichtiger. Um das Wissen zu erlangen, das Sie als wichtig erachten, haben Sie Usha gefoltert. Warum? Weil sie mir nichts gesagt hat. Ich versuchte, andere Mittel und Wege zu finden, aber ohne den Zauber blieb mir nichts anderes übrig, als auf herkömmliche Methoden zurückzugreifen. Wie zum Beispiel Säure auf sie zu schütten? Dieses Ding war kein Mensch mehr, sondern nur noch ein starkköpfiges Etwas. Mir war gezwungenermaßen jedes Mittel recht. Doch sie sagte nur, dass ich dieses Wissens nicht würdig wäre. Usha bot mir an, mir dabei zu helfen, ich vertraue ihm nicht. Ich träume nicht. Zu gelangen. Was? Das kann ich nicht glauben. Bestimmt ist das eine Falle. Wollen Sie denn nicht wissen, was sie im Gegenzug von mir will? Ich fürchte, das weiß ich bereits. Sie will, dass sie mich töten. Dane, sie benutzt sie, Reed. Sie weiß, dass ich der Einzige bin, der sie aufhalten kann. Ich habe bereits eine Salbe hergestellt, die verhindert, dass sie wieder zum Leben erweckt werden kann. Bitte, können wir das nicht einfach wie geplant zu Ende bringen? Mir ist bewusst, dass sie mich hereinlegen will. Ich stehe auf Ushas Seite. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir können ihm nicht vertrauen und wir können der Usha auch nicht vertrauen. Wir können beiden nicht vertrauen. Aber er ist schuld daran, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Er hätte Usha einfach in ihrem, als Mumie in ihrem Grab lassen sollen. Nur... trotzdem hat er recht, es könnte eine Falle sein. Wir müssen uns entscheiden irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auf Ushas Seite. Ich kann das voll verstehen. Sie hat einfach keinen Bock mehr auf diese Welt. Sie ist tot und sie möchte da bleiben.
Tut mir leid, Joseph. Irgendwie müssen wir uns entscheiden. Eigentlich würde ich am liebsten weder mit Ihnen noch mit Usha zu tun haben. Aber im Gegensatz zu Ihnen weiß sie, was ich wissen muss. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie werden uns alle ins Verderben stürzen. Kann sein. Das kann ich nicht zulassen. Kann sein. Jetzt ist es kein Zurück mehr. Kein Zurück Diese mehr. Diese Artefakte der Maya wären in vielen Museen sicher die Hauptattraktion. Alter Schwede. Jetzt bin ich mal gespannt. War das tatsächlich die richtige Entscheidung? Ich tat, worum mich Usha gebeten hatte und tötete. Nun erwartet sie mich in ihrem Versteck. Das bedeutet nicht weniger, als dass ich in eine Gruft tauchen muss. Aber wenn man bedenkt, was ich die letzte Zeit alles erlebt habe, hätte es schlimmer kommen können. Es wird Zeit, einige Antworten zu erhalten. So ist es. Oha. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass in jeder Hinsicht, in jeder Scheiß-Hinsicht, egal was passiert, wir uns immer falsch entschieden haben und wir uns das so schwer wie möglich hier machen. Kann das sein? Wenn es Leute von euch gibt, die das Spiel auch gespielt haben, schon fertig sind, weiter sind als ich oder so, bitte nicht spoilern in den Kommentaren, ganz klar. Nur einmal sagen, also nicht sagen, was wirklich passiert ist, sondern nur, wie ihr euch entschieden habt und warum. Als ihr in dieser Situation hier zum Beispiel gerade wart, wie habt ihr für euch selber in eurem Kopf argumentiert? Das hatten wir schon. Wie habt ihr argumentiert? Warum habt ihr euch so entschieden, wie ihr euch dann, ja, letztendlich entschieden habt? Würde mich mal interessieren. Und auch die Leute, die das Spiel nicht selber spielen. Und die einfach nur zugucken. Ihr habt ja... Ach, das ist Usha? Habt ihr ja trotzdem eure eigene Meinung dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare. Sie haben gute Arbeit geleistet. Usha ist zufrieden. Betreten Sie ihr Reich und sie wird Ihnen das Geheimnis der Tiefe offenbaren. Wo finde ich dich? Sie hat Ihnen doch von den Steinfingern im Garten der Toten erzählt. Sie ging davon aus, dass Sie das verstanden hätten. Kannst du dich nicht klarer ausdrücken? Garten der Toten? Meinst du damit einen Friedhof oder eine Gruft? Sehen Sie, Sie haben es verstanden. Da wir ohnehin schon reden, kannst du mir dieses Herumgelaufene nicht ersparen? Der Leib, durch den sie spricht, würde etwas hören, das nicht für ihn bestimmt ist. Und sie würde es vorziehen, ihn nicht töten zu müssen. Also gut, ich mache mich auf den Weg. Oh, mein Kopf. Ich kann nicht. Machen wir uns auf den Weg. Ups. Ich hab nicht damit gerechnet, dass hier nochmal ein scheiß Vieh kommt. Das ist nicht gut. Warum stirbt der nicht? Shit, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier nochmal Wildbeester kommen. Unnötig, scheiße, unnötig. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay. Lad nochmal alles nach. Wie gesagt, ich weiß es trotzdem nicht, ob man der Usha wirklich vertrauen kann. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich spiele das Spiel auch blind. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben einen Wissenspunkt. Deine Augen sind zum Erschießen geschult, wodurch du mit einer 10% gedoppelt mit dem Gewehr benutzen wir eh nie. Nahkampfangriffe ist jetzt auch erstmal uninteressant. Menschen fressen da alle auch. Wir machen das hier mit den... Deine Gegner sitzen länger in Fallen fest. So. Auf zum Friedhof. Links müssen wir lang, ne? Jo. Nee. Ich bin echt die ganze Zeit am Überlegen und nochmal am Durchgehen alles, ob wir uns wirklich... Ja,
wirklich richtig entschieden haben. Ist Usha jetzt wirklich auf unserer Seite? Haben wir... Ja, wenn wir, gleich da ankommen und sie hat uns verarscht, na dann, haben wir richtig Scheiße gebaut. Dann haben wir richtig Scheiße gebaut und... Dann gucken wir mal, ob wir da überhaupt noch lebend bei rauskommen. Könnte durchaus sein, dass... ich hoffe, dass wir das Spiel durchkriegen, aber... Ich weiß halt nicht, wie krass das Spiel entwickelt wurde, ja? Ob mit manchen falschen Situationen das Spiel dann gelaufen ist. Wäre natürlich ziemlich... Ja, unfair. Aber so ist das halt manchmal, ne? Ich traue den Spielen halt wirklich alles zu. Und wie passend, dass wir uns jetzt natürlich auf dem Friedhof treffen. Oh, der Wärter ist weg. So, was stand da als Beschreibung? Ja, der Eingang befindet sich auf dem Friedhof und ist mit 5 fingerförmigen Steinen gekennzeichnet. 5 fingerförmige Steine. Ja, das ist doch direkt hier, ne? 1, 2, 3... 4 5, ja. Hier ist der Eingang zu Usha. Boah, ich hab... Boah. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Ich bin echt angespannt jetzt gerade. Wir müssen... Nein, der Tauchanzug. Augen zu und durch. Geht also wieder in ein Unterwassertempel. Und ich hasse es hier unter Wasser so sehr. Ich hasse es so sehr. Yep, da sind wieder die Scheißfelder mit den, ja, wo Luftblasen rauskommen, was komischerweise unseren Tauchanzug kaputt macht, warum auch immer. Hier haben wir Hinweise. Fuck! Nein! Nicht ab! Nein! Wieder hoch! Hallo? Wieder hoch! Raymond war also nicht der einzige Besucher dieser versunkenen Grabstätte. Lediglich einer der Glücklichen, die ihren Besuch überlebt haben. Dieser meisterhaft gefertigte Kopf sieht wie ein richtiger Schatz aus. Wir müssen hier irgendwie vorbeikommen und wir verlieren immer mehr Verstand. Wir verlieren immer mehr Verstand, das ist nicht gut. Ich weiß nicht warum. Shit! Einmal hier durchrennen und jetzt warten. Und wir holen unseren Druck wieder zurück und oh, ich hasse es hier unten, ey. Ich weiß auch nicht wirklich, warum wir durch Luftblasen oder was auch immer da verletzt werden. Achso, wir können auch dabei weitergehen, wenn wir eh halten, okay. Und unseren Druck wieder auffüllen. Wir haben wahrscheinlich an der Stelle da den Verstand verloren, weil dieses Riesenvieh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich wollte aber nicht länger da unten stehen bleiben. Ja, direkt in unserer Nähe war, könnte ich mir vorstellen. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Okay. Ich hoffe, das wird der letzte Tauchgang in diesem Spiel. Guck mal da oben, guckt und leuchten uns irgendwie 2 Augen und einen Mund an. Bewegen tut sich hier nichts. Wo müssen wir lang? Achso, hier geht gar nicht lang. Es geht nur den einen Weg. Und okay, wir müssen genau zu dieser Statue. Alter.
Oh, wir sind schon am Ziel. Oh, was zum Frick? Kommt auf einmal dieses Monster hinter uns an, ja. Gut. Oh, ich hasse es. Usha, bitte sei uns wohlgesonnen. Bitte, lass, also... Ich bin hier noch nicht fertig. Da ist er. Es ist nicht so, dass ich Angst vor ihr habe. Obwohl, eigentlich schon, aber ich würde auch den Kampf mit ihr aufnehmen, so ist es nicht. Aber, wie gesagt, ich habe es ja erläutert. Ich kann mir vorstellen, dass sie da wirklich einfach nur keinen Bock drauf hatte. Schauen wir mal, was passiert. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Utz, Gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis, eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden. Den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Xibalba. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind, und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen. Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht. Aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie. Sie kennen die Antwort. Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen. Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh, sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern. Ich weiß nicht, warum wir sie jetzt hätten töten sollen. Ich kann dich nicht am Leben lassen. Warum? Verstehe ich nicht.
Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich kann echt nicht sagen, warum wir sie jetzt hätten töten sollen. Was soll das? Sie hat uns doch geholfen. Sie war doch nett zu uns. Ist doch alles gut. Verstehe ich nicht. Schauen wir uns mal kurz hier einmal alles an. Sieht ja schon beeindruckend aus hier unten. Sieht ja doch schon ziemlich beeindruckend aus, finde ich. Ist hier in der Mitte noch was zu sehen? Inneres Auge auch nicht? Nö. Aber ja. Kauhil hat uns berührt, sagt sie. Sagt Kauhil hat uns berührt. Ich meine, in einer Sache hat sie auch recht. Wir sehen ja auch mehr als andere, ne? Ah. Haben wir die jetzt hier schon? Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Ciao. Dankeschön. Und ja, danke. Es war schon mal nicht das finale Kapitel, aber es kann doch eigentlich jetzt echt nicht mehr so lange dauern. Das Spiel kann echt nicht mehr so lange dauern. Wir haben einen weiteren Wissenspunkt bekommen. Ich bin ein Träger der Saat, das wussten wir jetzt schon länger. Ich bin ein Träger der Saat und kann daher Kasigonar betreten. Fähigkeiten. Wir haben einen Wissenspunkt, bevor wir schon 2000 Punkte für einen weiteren. Krass. Wir machen jetzt noch das hier. Die Zähne der Fallen sind schärfer und dringen tiefer ins Fleisch deiner Gegner ein, wodurch er 100% erhöhten Schaden verursacht. Bob. Haben wir hier auch schon fast alles voll. Und dann, wenn wir irgendwann die Punkte haben, werden wir uns hier doch noch... Ah, Maschinenpistolenpatronen, 10 mehr beide tragen. Oh, das wäre auch was Feines, ne? Aber gut, von hier an machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao.